Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von unserem Let's Play Space Engineers. Und ja, wir sind jetzt hier in einem Zeitraffer. Wir sind ja in der letzten Folge, sind wir ja hier auf diesem Flecken Erde gelandet mit eben diesem Lander. Und ich war jetzt die letzte Zeit jetzt damit beschäftigt, das Teil auseinanderzunehmen. Denn ich baue immer so nach dem Konzept, ja, erstmal komplett was Eigenes hochziehen, also sozusagen das Vorhandene abbauen, was geht, so auseinandernehmen und dann was komplett Neues hochziehen. Und ja, wie gesagt, das Schiff ist ja auch riesig gewesen, dieser Atmosphärenlander, sage ich jetzt mal so. Und da habe ich jetzt einfach mal alles auseinandergenommen. Das habe ich jetzt wirklich sehr flink und sehr grob geschnitten. Also ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt jedes einzelne Bauteil seht, wie ich das auseinanderbaue. Aber ja, während des Abbaus habe ich natürlich die Erdbase, sozusagen die feste Base, nach und nach hochgezogen. Also ich habe ein Refinery, also eine Raffinerie hingebaut, ein Assembler, das alles noch verknüpft und eben auch mit Effizienzmodulen bzw. Erweiterungsmodulen bestückt. Da gibt es ja die Möglichkeit, bei eben der Raffinerie und dem Assembler Module dran zu packen, die da alles ein bisschen schneller machen. Aber ja, hier die ganzen Beine, und ihr seht, was für eine Kraft eigentlich in diesem Landing Gear drin steckt, denn das hing jetzt sozusagen nur noch an diesem einen Bein, welcher jetzt auch wegkommt, und dann bleibt nur noch die Plattform übrig und schon haben wir nur noch die Batterien übrig. Und die habe ich nicht abgesägt oder auseinandergenommen, weil diese ja sonst kaputt gehen. Also da gibt es ein Bauteil, das sind diese Power Cells, also die Energiezellen, und die gehen kaputt, sobald man die Batterien auseinanderbauen möchte. Und deswegen habe ich die alle übrig gelassen, denn die haben noch richtig viel Energie auf Lager. Und was ich jetzt gerade eben gemacht habe, ist eine kleine, ja, wie soll man sagen, einen kleinen Arm zu legen, wo ich dann die ganzen Solarpanels hinhaue. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, Energie zu gewinnen, und zwar mit Solarzellen. Die sind natürlich nicht ansatzweise so effizient wie die Atomreaktoren. Aber um einen Atomreaktor zu betreiben, braucht man natürlich auch Uran. Das haben wir gefunden und müssen wir das natürlich vorher abbauen. Und nachdem wir es abgebaut haben, müssen wir es natürlich noch in der Raffinerie verarbeiten zu Uranzellen, sag ich jetzt mal so. Und das zieht natürlich mächtig viel Energie, und da brauchen wir jetzt erstmal so ein bisschen Startenergie. Also ich denke mal, am Ende des Videos, gut, werdet ihr vielleicht denken, gut, das war jetzt ein wenig hinfällig, weil, ja, ihr werdet es ja dann sehen. Das habe ich ein bisschen spannend gemacht für euch. Zumindest ist es aber auch allgemein immer wichtig, so eine kleine Backup-Möglichkeit zu haben, dass man wenigstens ein bisschen Energie haben kann oder hat, das auch speichern kann. Und ja, diese Solarzellen brauchen relativ viel, oder na gut, was heißt relativ viel? Sie brauchen diese speziellen Solarzellen, die brauchen sie natürlich. Das gibt es aber schon mitgeliefert in unserem, ja, Lander, das war schon alles mit bestückt. Also die haben, die bauen darauf, dass wir dann schon solche Solarpanels bauen, oder die zählen darauf, dass wir sowas bauen. Und deswegen haben wir auch hier die Möglichkeit, sowas zu machen. Und was mir während des Bauens noch eingefallen ist, es gibt ja auch Rotoren hier in dem Spiel. Da könnte man, also ich werde es mal probieren, da könnte man eigentlich ein kleines System bauen an Solarpanels, welche letztendlich automatisch der Sonne folgen, sodass die Effizienz immer am höchsten ist. Man müsste natürlich mal ermitteln, was wirklich der Unterschied davon ist, also wie hoch wirklich nun ja, der Effizienzunterschied eben ist, ob es denn wirklich Sinn macht, sowas zu bauen und Ressourcen auszugeben. Aber gut, das müsste man einfach mal testen. Es könnte man ja mal machen. Also ich habe es noch nicht gemacht, und ich werde es so oder so mal probieren. Vielleicht schaffe ich es auch hier in diesem Let's Play. Jedenfalls, wie ihr jetzt seht, habe ich was vor hier.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon erahnen könnt. Und zwar baue ich hier mal ein, also unser erstes Fahrzeug hier auf unserem Planeten, sage ich jetzt mal so. Der gehört ja uns allein. Hier ist ja jetzt überhaupt kein Schwein zu finden. Wir sind ja die Einzigen, wir sind ganz allein hier. Und bauen uns deswegen das allererste Fahrzeug aus unserer eigenen Tasche von uns hergestellt. Und ja, ich überlege, ob ich euch schon erzähle, was ich eigentlich damit vorhabe. Also ihr seht ja im Hintergrund die ganzen Batterien. So, die haben natürlich Energie, noch richtig viel sozusagen einstecken, sage ich jetzt mal so. Da ist noch richtig viel Strom drauf. Und das wollen wir uns zunutze machen. Und da besteht die Möglichkeit, die Batterien mit Hilfe von Merge Blocks, so heißen die, also ich weiß gar nicht, wie heißt es übersetzt, da gibt es ja bestimmt auch ein deutsches Language Pack hier dazu, aber ich spiele das eigentlich alles immer auf Englisch, mache ich schon seit Minecraft so. Und zumindest können wir damit die Batterien an unsere, sozusagen an unsere Station binden, verknüpfen und somit die Energie nutzbar machen. Also den Strom dann nutzen. So, und dazu brauchen wir natürlich einen Weg, eine Möglichkeit, die Batterien zu transportieren. Und da ist es natürlich am einfachsten, einfach so ein kleines Fluggerät zu bauen. Und die sind auch gar nicht so teuer. Also ihr werdet sehen, wie klein und kompakt sowas eigentlich sein kann. Und die Batterien, die sind auch nicht so schwer. Also man braucht kein Riesengerät. Da ist es eigentlich ganz gut. Und es ist noch nicht mal notwendig, selbst in diesem, in diesem Flieger sozusagen zu sitzen. Also da gibt es dann eben die Möglichkeit, die fernzusteuern. Und das hat natürlich nur einen Nachteil, aber das werden wir dann gleich sehen. Das ist auch nicht so problematisch. Aber wie ihr seht, alles habe ich, also was ist alles, aber das was jetzt schon dran ist, habe ich schon alles festgeschweißt. Und aber die Batterie, die habe ich jetzt noch nicht angefangen, denn beziehungsweise noch nicht fertig geschweißt, denn das Problem ist, sobald ich die Energiezellen dort hineinsetze und ich mich aber verbaut habe und die Batterie natürlich wieder abbauen möchte, gehen mir diese verloren. Das ist wie bei den großen Batterien, das geht sonst verloren. Und genau. Geht ein bisschen schnell hier. Also ich muss mal gucken. Also ich werde nochmal einen ordentlichen Weg hier noch finden, wie ich das am besten eigentlich mache. Diese Nachkommentierung ist immer ein bisschen schwierig, da kommt man nicht so schnell hinterher. Aber ja, man lernt immer was dazu. Was ich jetzt gerade so eben gemacht habe, ist einen Connector sowohl an unser Schiff zu bauen, unseren Mini-Transporter, als auch an unsere Base. Und das hat den Grund, dass wir natürlich unser Gerät aufladen müssen. Also wir brauchen natürlich Strom, Energie und das und da kann man die Raumschiffe mit Connectors, also mit Verbindern sozusagen aufladen. Also man verknüpft diese dann mit der, sagen wir mal, Basis zum Beispiel oder mit dem großen Schiff und kann so natürlich Energie von A nach B transferieren. Geht natürlich auch mit Ressourcen und Rohstoffen, aber ich denke mal, ihr kennt euch auch schon ein bisschen mit Space Engineers aus. Falls nicht, da könnt ihr mir gerne Hinweise geben, worüber ich denn mal ein Tutorial oder so machen soll. Ich denke mal, ich weiß jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen mehr über Space Engineers. Und wenn ich mal nichts weiß, dann mache ich mich natürlich irgendwie schlau. Das ist natürlich möglich. Also ihr könnt gerne rege kommentieren, wie ihr das möchtet, was euch denn so einfällt. Aber hier bauen wir ja noch weiter an unserem kleinen Schiffchen. Und zwar ist es da jetzt auch wirklich sehr wichtig, dass man in alle Richtungen einen, wie soll man sagen, Schub schafft. Also natürlich brauchen wir Schub nach unten, dass das Ding sozusagen nach oben fliegen kann. Dann brauchen wir Schub von nach hinten, dass das Ding nach vorne fliegen kann. Brauchen wir auch Schub, der nach vorne geht, um abzubremsen wieder. Links und rechts natürlich auch, weil sonst driften wir weg. Das muss man nämlich alles beachten, deswegen sind hier so viele
so viele ja, Triebwerke dran, die sozusagen ja, machen es möglich, dass wir das Teil ordentlich fliegen können. Was ich jetzt hier nicht dran gebaut habe, sind jetzt Triebwerke, die nach oben gehen sozusagen, also die uns nach unten drücken. Das ja, ist hier in dem Sinne hinfällig, weil wir ja natürlich auf einem Planeten mit einer Gravitation sind und wir uns eigentlich lockerflockig mit Hilfe der Gravitation uns auf ja, uns also runterfliegen können mit Hilfe eben der Gravitation. Das ist da kein Problem. Deswegen können wir uns da ein bisschen was sparen. Was wir natürlich brauchen, um auch ein bisschen was zu sehen, sind natürlich ein paar Lampen. Und die Kamera, ich weiß nicht, habe ich die schon vorhin gesetzt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Das geht ja alles zu schnell. Zumindest brauchen wir die Kamera, um dann auch später, wenn wir das Gefährt remote, also fernsteuern, dass wir da auch alles sehen, wo wir denn hinfliegen. Und ja, prinzipiell, sonst sehen wir nichts. Also ihr werdet es gleich sehen, wie das denn dann so aussieht. Und wir brauchen natürlich auch Licht nach unten, damit wir unten auch ein bisschen was sehen. Denn es ist ja in der Zwischenzeit Nacht geworden. Wir haben ja auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Ich weiß nicht, ob ich schon in der ersten Folge gesehen habt. Also man kann ja einstellen in den Safe-Games, wie lange Tag-Nacht natürlich geht. Ich habe ja auf 2 Stunden eingestellt, denn man muss ja so sehen, würde ich das jetzt höher stellen, habe ich zwar schön lange Tage, zum Beispiel 6 Stunden oder so. Dafür habe ich aber, beziehungsweise ja, 6 Stunden Tag, dafür habe ich aber dann auch 6 Stunden Nacht. Ich weiß gar nicht, ob das so hoch wirklich geht. Könnte man ja mal schauen. Aber es ist schon so gut, also jetzt ist ja eingestellt, dass 2 Stunden ein Tag-Nacht-Rhythmus geht, also 1 Stunde Tag, 1 Stunde Nacht. Und das ist eigentlich ganz gut in Ordnung. So. Hier habe ich jetzt versucht, das Teil zu steuern. Es ist an, aber ich kann es nicht steuern. Und zwar liegt das einfach nur daran, dass ich keine Antenne dran habe. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, die Antenne. Die musste noch dran. Jetzt ist ja so, das Teil hat jetzt schon Energie. Jedes Mal, wenn ihr eine Batterie sozusagen fertig konstruiert, dann ist ein ganz kleines bisschen Strom drin. Also ihr könnt zumindest das, was ihr gerade gebaut habt, könnt ihr ein Stückchen schon fliegen. Also das ist schon sehr, sehr praktisch, wenn man da schon einen kleinen Vorschuss hat. Und deswegen denke ich auch, warum, oder glaube ich auch, warum jetzt diese Powerzellen, diese Stromzellen, warum diese dann auch verschwinden, wenn man das abbaut, weil das könnte man sonst ausnutzen. Und ja, hat letztendlich unendlich Energie. Das soll ja so im Survival natürlich nicht sein. Das wollen wir auch nicht. Deswegen bauen wir jetzt noch schnell eine Antenne dran. Ich dachte, ich habe das eigentlich ziemlich gut gekürzt, aber das zieht sich hier. Das zieht sich echt. Ich glaube, wenn ich's mal schaffe, werde ich das auch mal live kommentieren. Ich habe da immer das Problem, wenn ich jetzt hier live kommentieren möchte, dann muss ich meine Freundin hier aus der Stube scheuchen. Ich habe ja jetzt meinen Arbeitsplatz. Habe ich ja jetzt in der Stube, und wenn dann der Fernseher dödelt, dann kriegt das Mikrofon natürlich alles mit. Das ist ein ja, ziemlich empfindliches Mikrofon. Und ja, das würde ihr alles hören. Das möchte ich ja nicht, wenn der Fernseher dödelt. Dann müsste ich meine Freundin eben rausscheuchen oder wie jetzt das spät in der Nacht machen. Wir haben es jetzt schon 12:30. Ich bin ja mal nachts eher so ein bisschen aktiver und kreativer. So, und jetzt habt ihr es gesehen, wir können jetzt das Teil endlich fliegen, aber uns selbst können wir natürlich nicht mehr bewegen, denn wir bewegen ja unser Flugzeug. Und ja, deswegen haben wir auch die Kamera, um dann auch ein bisschen was sehen zu können. Was machen wir denn hier? Ah, genau, Batterie. Da sehen wir auch, wie lange wir Strom haben. Das steht auch unten rechts, so jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Also es reicht eigentlich so für kleine Flugschiffe, reicht das eigentlich aus. Was ich noch wichtiges vergessen habe, ist der Gyroskop. Denn mit Hilfe des Gyroskops können wir uns in alle Achsen letztendlich drehen. Ohne Gyroskop, da können wir nur statisch in eine Richtung schauen. Dafür aber hoch, runter, links, rechts,
vor, zurück. Das können wir dann schon machen, aber wir können uns nicht drehen in dem Sinne. Das funktioniert eben nur mit einem Gyroskop. Deswegen bauen wir den noch fix dran. Und ihr seht, das ist im Survival immer ein bisschen, ja, ein bisschen ein Rumgemähre, wenn man die ganzen Ressourcen sammeln muss. Man muss dann sich alles merken und wissen ungefähr, wie viel man mitnimmt. Dann ist man natürlich auch begrenzt an Lagerplatz. Also ich habe das schon hier aufgeschraubt. Wir sind schon hier auf ja, überdurchschnittlich hoch. Ich glaube, sogar mehr als normal. Also ganz Hardcore Survival ist das hier nun auch wieder nicht. Aber es ist schon recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Vor allem, weil man die ganzen Ressourcen dann noch sammeln muss. Aber hier fliegen wir nun endlich das Ding. Jetzt wechsle ich mal zur Kamera. Da können wir auch ein bisschen sehen. Ja, so viel sehen wir. Es ist nicht mehr. Und da sind wir auch. Genau, da sind wir. Wir können jetzt auch das Teil steuern. Und das Erste, was ich mache, ist unser Gefährt. Wir müssen es natürlich gleich nochmal drehen. An eben diesen Connector ranzusetzen und ein bisschen aufzuladen. Denn wir brauchen ein bisschen Energie, oder ein bisschen Zeit, ein bisschen Strom, um die ganzen Sachen aufzuladen. Noch kurz einen Blick, ja, ungefähr so aus. Als würde das passen. Bin schon ein bisschen müde. Ich glaube, ich gehe danach ins Bett. Zumindest nochmal fernsteuern und ganz langsam nach hinten. Und schon ist das Teil festgesetzt und wir können es laden. Und da geht auch schon die Verladung los. Wir fliegen zu unseren 4 Batterien. Es sind wirklich 4 Batterien, die wir da haben. Alle fast voll geladen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich einfach nur über die Batterie fliege, nach unten setze und mich mit Hilfe des Landing Gears an die Batterie, ja, dranhänge. Das läuft magnetisch, wie auch immer. Ja, das ist das, was ich hier eigentlich hauptsächlich mache. Ja, so, das wird gelb, jetzt ist es grün, jetzt ist es festgehangen und wir haben die Batterie an unserem Gefährt. Und wenn man nicht allzu, ja, allzu wild fliegen möchte oder fliegt, dann ist es auch kein Problem, das so eine kurze Strecke zu schleppen. Das eignet sich eigentlich ganz gut. Und was ich schon vorher hingesetzt habe, ist eben dieser Merge-Block. Dieser, ja, was ist denn Merge? Merge ist so zu zusammenlegen, zusammenschütten, wenn es Flüssigkeiten sind. Also, ja, ihr versteht schon, was ich meine. Und wir kriegen natürlich nur Merge-Blocks mit Merge-Block zusammen. Und diesen setze ich einfach während des Fluges unten dran. Das können wir auch machen. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, noch ein bisschen ran. Bisschen noch verschieben, ein bisschen runtersetzen. So, wieder zurück. Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu weit geflogen. Hol ich wieder ein Stückchen zurück. So. Passt. Und jetzt, ach, einen Tag haben wir noch Zeit. Also man sieht es unten so fully depleted Energy. Aber hier noch schnell den Merge-Block dran. Und hier haben wir das Glück, wir sind schon relativ nah dran. Da zieht es automatisch mit Hilfe von magnetischen Kräften heran. Und flupp, haben wir unsere Batterie an unserem System angeschlossen. Also sobald was an dem Gesamtsystem anschließt, jetzt sei es eine Batterie oder Solaranlage, werden alle Sachen, die da dran sind, ja, oder ja, Batterien aufgeladen. So, wir haben es jetzt über diesen Block nochmal festgemacht und können jetzt den Merge-Block abbauen, denn macht ja keinen Sinn, wenn wir das jetzt ewig belassen. Da können wir das auch abbauen, schade um die Ressourcen. Also wir brauchen nicht ständig den Merge-Block zusammen, sondern man braucht es nur anfänglich, um das dann sozusagen festzusetzen. Und dann kann man das mit richtigen Blöcken am System festmachen. So, und das machen wir auch mit den nächsten 3 Batterien. Das habe ich ein bisschen gekürzt, weil die Handhabe ist eigentlich genau die gleiche. Also wir holen uns das Teil ab, fliegen natürlich wieder hin, so ganz langsam, und dann setzen wir wieder einen Merge-Block dran, so ganz fix. Also ich kann ja sozusagen habe die Materialien von den vorherigen Merge-Blocks dann immer genommen. Da muss man ja auch nicht ewig hin und her rennen. Also sozusagen, es wird 1:1 wieder verwertet, wenn man das wieder abbaut. So, nochmal Remote Control.
Und da hängt sich das quasi schon fertig dran. Es ist grün und dann kommt schon wieder der dritte. So. Ist auch fest. Und dann haben wir jetzt auch schon den vierten. Also jetzt haben wir vier Batterien an unserem System dran, welche voll geladen sind. Und wir können diese natürlich auch selber aufladen. Das ist ja auch kein Problem. Wir machen noch ein bisschen hübsch hier. Und wir sind ja auch schon... bin ich an mein Mikrofon gekommen. Wir sind ja auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine kleine Überraschung zum Schluss. Da habe ich mal, ja, ein bisschen mal getrickst. Hier färben wir das mal ein bisschen ein, damit wir so ein bisschen sehen, dass es hier unsere, ja, dass hier Strom erzeugt wird. So ein warnendes Gelb. Achtung, hier kann man sich verletzen, wie auch immer. Und ja, machen wir noch ein bisschen hübsch hier. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin einfach sprachlos. Wir haben jetzt unsere vier Batterien hier dran. Unsere Solarpanels, also energietechnisch sind wir jetzt, ja, stabil. Wir brauchen uns da keine Sorgen mehr machen. Und können jetzt auch den Sonnenaufgang endlich genießen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt mir gerne Däumchen nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Däumchen nach unten. Ja, schreibt's mir in die Kommentare, was denn so euch gefallen hat und was nicht. Und ich werde mal schauen, dass ich in Zukunft mal ein bisschen anderes System mal ausprobiere, mal live kommentiere oder was anderes. Also, bis dahin, euer Hanni007. Ciao, ciao.